Wort hat der Abgeordnete René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Volker Bouffier hat in seiner Rede auf die Toten hingewiesen, auf das Gedenken, auf die vielen Menschen, die in unserem Land gestorben sind. Und ich glaube, jeder von uns hat Bekannte oder vielleicht sogar Freunde oder sogar Verwandte, die betroffen waren von der Virusinfektion und womöglich auch Schaden genommen haben. Nancy Faeser hat vor allem darauf hingewiesen, wie die Kinder betroffen sind, die jungen Menschen in unserem Land, wie die Bürgerinnen und Bürger betroffen sind. Andere Vorredner haben auf die Herausforderungen im Kulturbereich oder in anderen Bereichen hingewiesen. Alle hier im Raum, alle Abgeordneten hier im Raum, da bin ich mir sicher, hätten unzählige Einzelbeispiele heute hier vorzutragen von Menschen, die schwer getroffen sind durch diese Krise. Ich glaube, wir müssen die uns auch nicht vorhalten. Wir kennen diese Beispiele. Und von daher ist die Frage, welche Lehre ziehen wir daraus? Wie gehen wir mit diesem Umstand der Bürgerinnen und Bürger um? Wie versuchen wir, ihnen zu helfen? Und am Anfang der Krise hat auf jeden Fall der Satz zugetroffen, wir waren überrascht über das Ausmaß. Wir haben erste Maßnahmen ergriffen. Es gab eine große Geschlossenheit hier im Hessischen Landtag, diese Krise gemeinsam bewältigen zu wollen, weil es für alle Neuland war und uns jedem bewusst war, es geht um Leben und Tod in unserem Land. Wir als Freie Demokraten haben diese Krise nie klein geredet. Wir haben immer gesagt, wie lebensbedrohlich dieses Virus ist. Und wir haben uns immer bemüht, deutlich zu machen, wie man verantwortungsvoll die Interessen der Menschen und die Gefahren des Virus gegeneinander abwägen kann. Und wir haben konkrete Vorschläge hier gemacht und wir haben auch die Debatte gesucht. Wir haben Gesetzentwürfe eingebracht, wir haben Anträge eingebracht, Vorschläge hier präsentiert und haben immer den Dialog mit den anderen Fraktionen und der Landesregierung gesucht, weil uns ist es wichtig, konstruktiv gemeinsam mit allen hier durch diese Krise zu kommen. Ein wenig irritiert hat mich jetzt schon der eine oder andere Vortrag hier an dieser Stelle, weil wir nach 13, 14 Monaten doch schon ein bisschen was mehr wissen als vor gut einem Jahr. Und wenn man hier vorträgt, im Grunde haben wir doch alles richtig gemacht oder unsere Maßnahmen funktionieren doch, ohne das wirklich zu hinterfragen, dann, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Regierungsparteien, Fraktionen, dann springen Sie ein Stück weit zu Kurs und blenden die Diskussion aus. Ich will mich gar nicht so lange daran festhalten, was alles schiefgelaufen ist. Das haben wir schon sehr lange hier und sehr oft ausgetauscht. Sie können es in den Medien nachverfolgen und Sie erleben es ja täglich. Das große Vertrauen, das die Menschen in unserem Land, der Regierung in Berlin, aber auch hier in Wiesbaden als Vorschuss gegeben haben. Einen großen Teil dieses Vertrauens, sehr geehrte Damen und Herren, haben Sie verspielt. Und das merken Sie doch auch. Und es ist nicht der Fehler der Opposition, dass Sie dieses Vertrauen verspielt haben. Es ist Ihr eigener Fehler. Sondern wir versuchen Ihnen heute auch Wege darzustellen, wie Sie wieder einen Teil des Vertrauens zurückgewinnen können. Aber ein wichtiger Schritt, um das überhaupt gehen zu können, ist, dass Sie mal verstehen, dass Sie auch Fehler gemacht haben und dass Sie auch immanente Fehler gemacht haben. Und Sie haben hier eine Überschrift gewählt, die das ja sozusagen darstellt, das Thema Nachverfolgung. Mein Kollege Janke Pürsün sitzt hier vorne. Wie viele Anträge, wie viele Anfragen, wie viele Hinweise, wie viele Vorschläge wurden gemacht? Weil klar ist, dass das Thema Nachverfolgung damals im letzten Jahr die schärfste Waffe war, die wir hatten, um die Krise einzugrenzen. Und wir waren im Sommer runter. Wir waren bei Inzidenzzahlen, die waren kaum noch feststellbar. Und wir hatten Zeit, dieses Schwert zu schärfen. Und Sie haben es nicht getan, sehr geehrte Damen und Herren. Sie haben es nicht getan. Ein Jahr nach der Krise steht hier ein Minister und verkündet stolz, dass er nach einem Jahr es geschafft hätte, dass die Gesundheitsämter
hier in Hessen SORMAS, die damals vorgeschriebene Software des Bundes, auch wirklich angeschafft haben. Ob sie wirklich überall eingesetzt wird, das würde ich jetzt nicht mit Blut unterschreiben wollen. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Aber immerhin haben es jetzt alle angeschafft, sehr geehrte Damen und Herren. Nach einem Jahr Nachverfolgung, eines der wichtigsten Maßnahmen. Dann, sehr geehrte Damen und Herren, dann war das Thema Impfen. Das Thema Impfen. Also hier in Deutschland ist der erste Impfstoff entwickelt worden. In Marburg steht eine tolle Fabrik, wo er hergestellt wird. Er wird überall in der Welt verimpft und er ist überall in der Welt hoch anerkannt und wird als Rettungsanker gesehen. Alle haben hier gesagt, das Impfen ist so wichtig, wir können uns damit retten. Wir haben einfach gedacht, nach 4 Jahren haben wir vielleicht einen Impfstoff. Vielleicht kriegen wir nie einen Impfstoff, haben uns die Experten gesagt. Dann hatten wir nach wenigen Wochen einen Impfstoff, der dann fast ein Jahr lang durch die Erprobung gegangen ist und dann zugelassen worden ist. Und dann hatten wir zu wenig. Wir haben heute noch zu wenig Impfstoff. Das ist ein schlimmes Versagen der Politik, das wir auch nicht aufholen können. Und dieses Versagen kann man auch nicht schönreden. Und dieses Versagen ist auch ein Problem, warum wir nicht vorankommen im Impfen. Das liegt doch nicht an Impfzentren oder an den Ärzten oder an den Helfern. Oder es liegt einfach daran, dass wir zu wenig Impfstoff haben. Was aber, sehr geehrte Damen und Herren, von der Landesregierung ein Problem ist, dass wir hier in Hessen scheinbar Impfstoff haben, wenn wir nicht verimpfen. Da hat ja der Ministerpräsident bei der letzten Diskussion noch gesagt, das gibt's doch überhaupt nicht, wir sind doch nicht doof, das kann doch nicht sein. Aber mittlerweile, sehr geehrte Damen und Herren, sind wir die Letzten in Hessen. Wir sind definitiv die Letzten, was das Impfen angeht. Und da muss man sich doch mal hinterfragen, woran liegt das konkret, sehr geehrte Damen und Herren? Ich weiß noch, wie wir Dritter waren beim Impfen. Da ist das hier jeden Tag 4-mal erklärt worden von der Union, von der Fraktionsvorsitzenden. Ja, wir sind so toll im Impfen. Jetzt sind wir seit Wochen und Monaten Letzter. Ja, da muss man dann auch mal in sich gehen und sagen, was kann ich daran konkret verändern und besser machen? Und jetzt sage ich, okay, das Impfen ging in die Hose. Das war schlimm, ist aber nicht wieder gut zu machen. Den Preis bezahlt dieses Land, sowohl was die Freiheitsrechte angeht, sowohl was Leben und Tod angeht und sowohl was die Wirtschaft in unserem Land angeht. Und das wissen die Bürgerinnen und Bürger, diesen Preis müssen wir jetzt bezahlen, dadurch, dass wir deutlich länger dieser Pandemie ausgeliefert sind, als wir müssten. Was kam dann? Dann kam der Test. Dann haben wir gesagt, okay, Deutschland hat auch die ersten Tests entwickelt. Gut, die haben wir dann in Österreich eingesetzt. Aber das Problem ist ja, oder die Chance war ja, dass wir gesagt haben, okay, das Testen ist das Impfen light. Durch Testen können wir Stück für Stück unsere Freiheit zurückgewinnen und können Erfahrungen sammeln. Wir können getestete Schüler in die Schulen lassen. Wir können mit den Tests ein Stück Freiheit zurückgewinnen, sehr geehrte Damen und Herren. Aber das ist ja jetzt, seit das Infektionsschutzgesetz in Hessen auch gilt, ist das Geschichte. Es wird keine Erleichterung durch Tests geben. Es wird keine Möglichkeit geben, innovative Modelle zu testen. Es wird keine Möglichkeit geben, über Tests mehr Freiheit zu erreichen, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist mit diesem Gesetz beendet worden, sehr geehrte Damen und Herren. Also, nachverfolgen, testen, impfen. Das ist alles ein Thema, wo wir nur sagen können, hier hat die Hessische Landesregierung nichts vorzuweisen, wenn wir freundlich sind. Wenn wir Opposition sind, müssen wir kritischer sagen, hier an dieser Stelle haben Sie große Fehler gemacht und haben Sie unter den Möglichkeiten Politik gemacht, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Ministerpräsident, Sie haben über die Toten gesprochen. Gut 6.000 Toten in unserem Land. Mittlerweile sind es 6.800 Tote, wenn die letzte Zahl, die ich jetzt noch mal schnell gegoogelt habe, ist immer gefährlich, wenn man dieses Google benutzt und dann, sage ich mal, nicht das 100% ist. Aber es sind deutlich über 6.000 Tote. Wir nähern uns den 7.000 Toten in unserem Land an. Und wenn man das bedauert, dann ist das richtig, weil jeder einzelne Tote, das ist ein Einzelschicksal, das man einzeln betrachten muss mit ganz vielen Menschen, die dort trauern. Aber natürlich ist es auch in der politischen Verantwortung, den Tod zu verhindern, wenn es möglich ist. Es ist in der politischen Verantwortung zu sehen, wie kann ich das Leben schützen. Und ich erinnere mich noch gut an die Diskussion, sehr geehrte Damen und Herren, dass meine Fraktion, die Freien Demokraten, sowohl hier im Hessischen Landtag als auch in Berlin immer gesagt haben, wir müssen die vulnerablen Gruppen schützen. Also die besonders gefährdeten Menschen müssen wir insbesondere schützen. Dass da ein ganz wichtiger Schwerpunkt draufzusetzen ist. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, dass von den gut 6.000 Toten, von denen der Ministerpräsident gesprochen hat, 3.345 Menschen in den hessischen Altersheimen gestorben sind. 3.345 Menschen der gut 6.000 Toten sind Menschen, die in den hessischen Altersheimen gestorben sind. Das waren
mal knapp 60.000 Menschen, die dort gelebt haben. Jetzt sind es gut 55.000 Menschen, die dort in diesen Altersheimen leben, die ganz konzentriert, gut zu schützen, in diesen Einrichtungen lebten. Jeder Fünfte in diesen Einrichtungen in Hessen ist gestorben. Und natürlich muss man sich fragen, wäre das zu verhindern gewesen. Und ich erinnere mich an eine Rede hier im Hessischen Landtag, als ich dem Ministerpräsident gesagt habe, Herr Bouffier, sind Sie sich sicher, dass Sie den Einzelhandel schließen und die Altersheime offen halten wollen? Es war uns bekannt aus der ersten Welle, dass ein Drittel der Toten aus dem Altersheim kam. Und wir hatten kurz vor Weihnachten eine Situation, wo über 80% der Toten in Hessen aus hessischen Altersheim kamen. Und mittlerweile ist es so, dass mehr als die Hälfte der zu beklagenden Toten in diesen Einrichtungen gelebt hat. Und darum ist es natürlich schon so, Politik macht schon Unterschied. Und Politik kann schon, wenn sie gut ist, besser sein als die dieser Landesregierung, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich könnte das noch vertiefen, aber ich möchte es an dieser Stelle gar nicht. Das gibt es vielleicht noch mal die Möglichkeit, an einer anderen Stelle dem genauer auf den Grund zu gehen. Aber ich möchte mich heute eigentlich auch deutlich mehr mit der Zukunft und der Gegenwart beschäftigen als mit der Vergangenheit. Und dann komme ich natürlich automatisch auf das Infektionsschutzgesetz, Bürgerschutzgesetz, also alle möglichen wunderbaren Namen, die sich mittlerweile etablieren für diese Idee. Und jetzt muss ich sagen, Herr Bouffier, ich kenne jemanden in meiner Fraktion, der würde Stein und Bein schwören, dass Sie ein überzeugter Föderalist sind. Und ich hätte das auch geschworen, Sie sind ein überzeugter Föderalist. Und ich mit meiner Lebenserfahrung, die deutlich geringer ist als die anderer hier im Raum, würde jetzt sagen, wenn ich mir die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung, der Regierung, der Verantwortlichen anschaue, dann würde ich nicht auf die Idee kommen, dass die Bundesregierung die beste Leistungsbilanz vorzuzeigen hätte. Das wäre das, was mir nicht in den Sinn käme. Mir käme das auf gar keinen Fall in den Sinn, wenn ich ehrlich bin. Da würde ich ja sogar sagen, die Hessische Landesregierung hat deutlich besser performt als die Bundesregierung. Eindeutig hat die Hessische Landesregierung besser performt als die Bundesregierung. Da bin ich fest von überzeugt. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass jemand wie der Herr Palmer in Tübingen, der mutig und auch wirklich mit Rückgrat versucht hat, eine Modellstadt vorzuzeigen und dort mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit Aktiven versucht hat, den Menschen Möglichkeiten zu ermöglichen, dass so jemand, so ein Bürgermeister, vielleicht sogar noch besser war, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sich noch mehr engagiert hat und dass es ganz viele Palmers auch in Hessen gegeben hätte, wenn sie ihnen denn die Chance gegeben hätten, Herr Ministerpräsident. Dann hätten wir auch Tübingen vielleicht ganz oft in unserem Land gehabt und das wäre gut für die Bürgerinnen und Bürger gewesen. Und darum wird mich noch das tollste Gleichheitsargument der Grünen oder der CDU nicht davon überzeugen, dass die Menschen vor Ort immer noch die besten Lösungen finden und dass die Menschen vor Ort, je näher sie an dem Problem sind, auch besser entscheiden können, was gut und was schlecht ist für unser Land, sehr geehrte Damen und Herren. Und Sie haben beim Infektionsschutzgesetz von Akzeptanz gesprochen. Und dann haben Sie so gesagt, na ja, diese Grenzen, die stehen halt jetzt im Gesetz. Aber genau das ist Ihr Problem, Herr Ministerpräsident. Wenn Sie so harte Grenzen einführen in einem Gesetz, dann müssen Sie diese harten Grenzen auch erklären können und nicht sagen, die hat sich jetzt einer ausgedacht, weil das ist das Gegenteil von Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern. Die sagen, die würfeln da ein paar Zahlen zusammen und es greift in meine Existenz ein. Wie soll ich das noch verstehen, sehr geehrte Damen und Herren? So geht das nicht. Und ich frage mich auch, Sie haben es doch selbst gesagt. Sie haben es in Ihrem eigenen Plan vorgelegt, Herr Ministerpräsident, dass die Inzidenz nicht der entscheidende Wert ist und dass das verändert werden muss. Sie haben es doch hier gesagt. Wo ist denn diese Erkenntnis geblieben? Das ist ja das, was mich so irritiert. Ihre Analyse teile ich. Viele Ihrer Ideen teile ich. Aber warum ziehen Sie denn diese Idee nicht durch? Warum machen Sie denn nicht auch das, was Sie erkennen und richtig hier auch vortragen? Das ist übrigens das, was man Mut nennt, wenn man was erkennt, was richtig ist. Und wenn man davon überzeugt ist. Und auch wenn man weiß, dass man Widerstand erleiden muss, dann muss man mutig sein, dann muss man durchziehen, dann muss man sagen, das mache ich jetzt, das ist mutige Politik, sehr geehrte Damen und Herren. Und das brauchen wir in unserem Land. Und Sie haben es doch uns auch gesagt, Sie haben erwartet, oder nein, Sie haben es nicht erwartet, sondern Sie haben gesagt, naja, Sie haben uns in Berlin wieder erklärt, Mitte April haben wir eine Inzidenz von 350 und Ende April haben wir angeblich eine von 500. Was sollen wir denn noch machen? Wir müssen doch jetzt was machen.
Und dann haben Sie gesagt, der Lockdown wirkt ja, darum haben wir keine 350 Inzidenz oder heute keine 500. Das glauben Sie doch selbst nicht. Diese Prognose war einfach falsch, sehr geehrte Damen und Herren. Mit denen hat man Angst geschürt, mit denen hat man versucht, politische Entscheidungen zu erzwingen. Und da müssen Sie auch mal tapfer sein und sagen, ich muss jetzt nicht alles glauben, was ich hier erklärt bekomme, sondern ich hinterfrage das mal, wie valide ist das dann, oder ich gucke mir das erst mal an, wie entwickelt sich denn überhaupt die Situation vor Ort. Und Sie glauben doch nicht, dass die Menschen tatsächlich Ihnen noch glauben, dass Sie sagen, ja, es sind noch 4 Wochen. Seit November erklären Sie den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land, Lockdown light, das bricht die Welle. Lockdown Weihnachten, das bricht die Welle. Lockdown Silvester und so weiter, es bricht die Welle, es bricht die Welle, es bricht die Welle. Wir sind doch seit November im Lockdown mit kleinen Nuancen hoch und runter. Die Kinder in unserem Land sind doch bald 12, 13 Monate unter Hausarrest gestellt. Sie haben mittlerweile die Menschen ermüdet. Und Sie glauben doch nicht, dass die Menschen tatsächlich noch ernsthaft wissen wollen, was Sie in diese Gesetze schreiben, sondern jeder verantwortliche Bürger hat doch selbst für sich schon entschieden, ich schütze meine Familie, meine Kinder, meine Frau, mein Mann, wie auch immer, ich schütze die so, wie ich sie für richtig halte. Ich halte Abstand, ich gucke mir genau an, mit wem ich mich treffe. Das ist doch seit Monaten das, was die Bürgerinnen und Bürger vor sich hin existieren. Und es ist doch nicht so, dass Sie sagen, Sie dürfen mit einem treffen oder zwei treffen, dass das am Ende die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich ernsthaft noch alles nachverfolgen. Sie sagen, wir als Bürger versuchen, vernünftig mit der Situation umzugehen. Und das erlebt doch jeder in seinem Umfeld. Die Bürgerinnen und Bürger sind nicht leichtsinnig, sondern sie versuchen, dieser Pandemie im Rahmen ihrer Möglichkeiten entgegenzuwirken. Und dann lassen Sie doch immer wieder diesen Hinweis, Sie müssten hier und dort die Bürger besser und Sie müssten sich abmelden und Sie müssten hier drauf achten. Diese Bürgerinnen und Bürger in unserem Land leisten seit Monaten, leisten sie auf Kosten ihrer Kinder, ihrer Familien, ihrer Zukunft, ihrer Ökonomie Hervorragendes. Und nicht die Regierung soll die Bürger immer wieder in die Verantwortung nehmen, sondern jetzt ist mal die Regierung in der Verantwortung, die richtige Politik zu machen, sehr geehrte Damen und Herren. Und wie gesagt, dieses Gesetz, das wahrscheinlich Teile verfassungswidrig sein werden, in dem auch meine Bundestagsfraktion zum Glück dagegen jetzt klagt, das ist richtig, dass wir dieses Gesetz aufhalten. Und ich verstehe eins nicht. Sie versuchen, den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, sie hatten keine Alternative. Sie wissen, dieses Gesetz ist zentralistisch. Das bedeutet, es wird alles über einen Kamm geschoren. Also wenn die Stadt Rottgau eine 180er-Inzidenz hat, die Stadt Seligenstadt eine 40er-Inzidenz, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, das ist einfach so, dann wird wegen der Stadt Rottgau ist dann die Inzidenz im Landkreis Offenbach sehr hoch, wird in der Stadt Seligenstadt mit der Inzidenz von 40 alles dicht gemacht. Jede Schule wird dicht gemacht. Das wollen Sie den Menschen sozusagen erklären und das als eine kluge Politik verkaufen. Das ist natürlich falsch und das werden die Menschen auch relativ schnell verstehen, dass diese Gleichmacherei uns nicht weiterbringt. Also die Zentralisierung, das ist ein Fehler. Sie haben selbst gesagt, es ist nicht praxistauglich. Sie haben gesagt, die Erfahrungen der Länder sind nicht eingeflossen in dieses Gesetz. Sie haben gesagt, Sie denken, und das haben Sie ja hier noch einmal vorgetragen, da kann ich Sie nur unterstützen, dass diese Ausgangssperre wahrscheinlich Probleme mit der Verfassung aufwirft. Meine Fraktion klagt. Sie haben selbst ein Gutachten, das werden Sie kennen. Ich weiß ja, dass Sie Akten lesen und dass Sie sich informieren. Es gibt Gutachten von der Uni Gießen, die klar sagen, die Ausgangssperre hat in den hessischen Landreisen gar nichts gebracht. Das haben Sie ja schon auch immer mal durchblicken lassen, dass Sie das ähnlich sehen. Und darum wird dieses Gesetz nichts Gutes sein. Und dann haben Sie erklärt, ja, wir mussten das Gesetz doch jetzt beschließen. Sonst wäre ja womöglich was passiert. Aber was ist denn, was wäre denn, wenn wir das Gesetz nicht beschlossen hätten? Dann hätten Sie immer noch die Möglichkeit, hier in Hessen Ausgangssperren, Schulen schließen. Das könnten Sie alles hier machen. Es gab nie die Gefahr, dass die Pandemie außer Kontrolle gerät in Hessen. Sie waren der Wächter, der das hätte verhindern können. Sie haben sich jetzt selbst die Möglichkeiten genommen. Und das ist eine Flucht aus der Verantwortung zum Lasten der Bürgerinnen und Bürger, zum Lasten unserer Staatsordnung. Und ich finde, es ist auch schade, weil Sie sich eigentlich unterschreiben, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Sie wollen mir noch nicht ehrlich sagen, dass weil im Saarland ein Ministerpräsident irgendwas macht, dass das stolze Hessen deshalb seine Rechte abgibt, sich erklärt, der Föderalismus ist eigentlich doch nicht so eine tolle Idee und die Frau Merkel und der Herr Spahn können das viel besser als ich, Volker Bouffier. Da kenne ich Sie eigentlich genug. Also glauben Sie wirklich, Sie könnten es nicht besser oder sind Sie jetzt hier der Parteisoldat, der das eben in Berlin mitzieht, weil eine Bundestagswahl ansteht? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht mehr. Ich kann auch nicht einsehen, dass Sie den Vermittlungsausschuss nicht angerufen haben. Das war ein Riesenfehler, sehr geehrte Damen und Herren. Jetzt haben wir das Gesetz, jetzt haben wir den Salat. Wir wissen also, wir müssen jetzt damit leben, dass wir bis Ende Juni alle in diesem Lockdown bleiben.
Und dann werden wir mal sehen, wie das mit dem Impfen vorangeht. Wir werden noch die eine oder andere Plenarsitzung womöglich haben. Aber die Menschen haben ja ein Stück weit resigniert. Die haben gesagt, okay, es geht eben nicht anders. Es muss halt jetzt irgendwie, ich warte auf meine Impfung. Ich kriege ja auch eine Mail, dass ich im Juni geimpft werde mit meiner ersten Impfung. Naja, irgendwie werden wir es schon überstehen. Aber das ist natürlich nicht die Haltung, wie ich aus einer Krise komme. Das ist Resignation. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Das ist der Schritt hin zu einer kollektiven Depression, in die man sich irgendwann begibt, indem man alles nur noch hinnimmt. Das ist nicht das, wie ich mir das vorstelle. Und dann komme ich nämlich übergleitend zu dem Thema Freiheitsrechte. Sie haben ja gestern zusammengesessen mit dem Ministerpräsidenten. Sie haben heute auch ganz stolz gesagt, Sie stellen Geimpfte mit Getesteten gleich. Nur kann man ja gar nichts machen, wenn man getestet ist. Man darf ja überhaupt nirgends hingehen. Also was habe ich davon? Ich kann zum Friseur. Okay, also für mich jetzt auch jetzt nicht die zentrale Aufgabe. Aber was kann ich denn mit so einer Impfung dann zusätzlich machen? Sie haben dann auch gleich, habe ich wieder gelesen, der darf natürlich nicht ins Schwimmbad, wenn er geimpft ist, weil dann darf ja der Ungeimpfte nicht. Also das geht ja alles, das ist ja total ungerecht. Lieber alle gleich schlecht, als sich anzustrengen, dass alle geimpft werden. Das ist Ihre Politik. Die kenne ich nur von anderen Parteien. Und darum ist es auch gar keine Frage. Und das ist eine wichtige Frage für unser Land, weil Sie haben noch gar nicht über die Genesenen gesprochen. Das Papier des Bundes hat ja auch die Genesenen noch draufstehen. Und ich will mal sagen, Sie haben es ja heute gesagt, die Zahl, die ich gestern hatte, war noch nicht so gut wie die Zahl von heute, dass Sie sagen, die Zweitimpfung 470.000 Menschen, Genesene fast 230.000 Menschen. Wir reden von 700.000 Menschen, die ohne Gefahr für andere Menschen und ohne Gefahr für sich selbst eine bisschen Gefahr gibt es immer, es gibt nie das absolut Ausschließbare, aber so ist das Leben, es gibt nie die absolute Sicherheit. Können die ins Schwimmbad gehen? 700.000 Menschen können ins Schwimmbad gehen, die könnten auch in der Außengastronomie ein Bier trinken, die könnten auch ein Eis essen. Und das sind 700.000 Menschen, wenn Sie genesen und mitrechnen. Das sind über 10% aller Hessinnen und Hessen, denen Sie jetzt Ihre persönlichen Rechte vorenthalten. Und das halte ich für einen Skandal, sehr geehrte Damen und Herren, für einen Skandal. Und vielleicht ist das der Unterschied der Freien Demokraten zu vielen anderen Parteien, dass es für mich klar ist, dass ich diese Rechte habe. Und die hat mir kein Staat verliehen. Die hat mir auch kein Ministerpräsident zugestanden. Es sind meine persönlichen, mir zustehenden Rechte, die Sie mir wegnehmen. Und das werde ich nicht akzeptieren. Das werde ich auch immer deutlich sagen. Das geht so nicht, Herr Bouffier. So können Sie das nicht machen. Und ich weiß ja, Sie haben ja hier immer eine besondere Form der Verordnung für die eigene Wohnung getroffen. Ich weiß ja, dass Sie das genauso sehen wie ich. Ich weiß ja genau, Herr Bouffier, dass Sie das genauso sehen wie ich. Aber dann seien Sie doch bitte mutiger. Sie haben doch auch einfach mal einen Kanzlerkandidat durchgedrückt in der Union mit ein, zwei Leuten zusammen. Gehen Sie doch zu den zwei Leuten, dann drücken Sie mal die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger durch. Ich glaube, da kriegen Sie mehr Prozente als für Ihren Kandidat. Und noch mehr Applaus von den Freien Demokraten. Das kann ich Ihnen auf jeden Fall zusichern. Und wie gesagt, 700.000 Menschen hätten die Möglichkeit, wieder ihre Freiheitsrechte so zu genießen, wie sie ihnen garantiert werden und wie sie ihnen auch zustehen. Und zwar nicht garantiert von Frau Merkel oder von Volker Bouffier, sondern von unserer Verfassung, sehr geehrte Damen und Herren. Und darum ist das überhaupt keine Diskussion, ob die Menschen ihre Rechte zurückbekommen oder nicht. Die stehen ihnen einfach zu, sehr geehrte Damen und Herren. Aber lassen Sie mich noch ein paar Minuten darüber reden, was müssten wir jetzt eigentlich tun? Was ist eigentlich angesagt? Was ist das, was jetzt passieren muss? Ich glaube, es ist klar geworden, wir brauchen statt Angstmacher, Inzidenz 350, 500, was weiß ich, was da alles immer wieder kursiert, wir brauchen keine Angstmacher in der Regierung. Angst haben die Menschen schon genug. Wir brauchen Mutmacher in der Regierung, die mutig Entscheidungen treffen, die eben entschlossen zupacken und verantwortungsvoll mit der Zukunft dieses Landes umgehen. Das brauchen wir. Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir aus dieser Krise kommen, sehr geehrte Damen und Herren. Mutmacher. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen schnelleres Impfen. Das heißt, wir legen nichts mehr auf Halde. Wir impfen so schnell wir können. Und wir denken uns auch nicht tolle Ideen für Impfzentren aus, sondern wir lassen endlich die Ärzte impfen. Die Ärzte wissen nämlich am besten, wer den Impfstoff braucht. Und es wird vielleicht auch mal einen Arzt geben, der das vielleicht nicht optimal macht. Es wird vielleicht mal einen Arzt geben, der sich nicht optimal verhält. Aber wollen wir deshalb die anderen 98%, wollen wir deshalb weiter langsamster bleiben in diesem Land? Es wird vielleicht auch bei einem Impfzentrum nicht alles nur mit richtigen Dingen zugegangen sein, sondern wir vertrauen den Ärzten in unserem Land. Ich vertraue meinem Arzt und ich denke, viele hier vertrauen auch ihrem Arzt. Vertrauen wir den Ärzten in unserem Land und lassen wir die endlich richtig losimpfen, damit das vorangeht, sehr geehrte Damen und Herren.
Und das Thema Modellkommunen. Ich habe es ja vorhin gesagt. Es gibt einzelne Städte, die haben eine Inzidenz von weit unter 100. Es gibt Gemeinden und Städte, die haben eine Inzidenz von weit unter 100. Und es haben sich über 100 Kommunen beworben in unserem Land, Modellkommune zu werden. Die haben doch nicht einfach gesagt, oh, ich schreibe mal einen Brief. Die haben sich Gedanken gemacht. Gut, sie haben eine rausgesucht, die hat ihnen keinen Brief geschrieben, das verstehe ich bis heute noch nicht, dass sie dann von 100 Kommunen die einzige raussuchen, die sich eigentlich gar nicht beworben hat. Das ist schon eine Leistung. Also, wenn es irgendwo ein Fettnäpfchen gibt, auch wirklich reinzutreten, also das ist schon, das habe ich, da muss ich echt sagen, es ist ja auch noch eine Kommune, die in der Nähe von meiner Heimatstadt ist, die sich übrigens auch beworben hat und die hervorragend geeignet wäre, die auch eine Inzidenz von 40 noch hat. Also von daher, es gibt jede Menge Städte und Gemeinden, die wollen Modellprojekt sein. Und es wäre natürlich klug gewesen, eine 3 rauszusuchen, weil natürlich schnell passieren kann, dass eine der 3 Kommunen natürlich über den Inzidenzwert kommt oder es vielleicht nicht leistungsfähig genug ist. Aber vielleicht wollte man ja gar nicht, dass es zu richtigen Modellbesuchen kam. Dann macht es natürlich wieder Sinn. Ich will ja nicht sagen, dass sie nicht schlau sind, sondern sie wollten es einfach nicht. Und dann haben sie nur 3 benannt, dann haben sie noch eine genommen, die eigentlich gar nicht wollte. Bei einer, wo sie relativ sicher sehen konnten, na ja, gut, der Kreis ist schon in 2 Wochen wieder über der Inzidenz, da kann ich die noch abschalten, jetzt ist noch eine, da darf aber auch keiner hin, sondern die dürfen ja nur dann für sich sein. Also das ist ja schon überhaupt nichts von Modellversuch. Was hätten Sie machen müssen? Sie hätten vielleicht mal 15 Kommunen aussuchen können, in 3 Größenklassen eingeteilt oder vielleicht auch nur eine spezielle, eine Großstadt wenigstens mit dazu genommen, damit man wirklich verwertbare Erkenntnisse hat. Da müssten Sie sich ein paar Kriterien überlegen, was macht Sinn, was will ich erheben, was will ich sehen. Am Ende hat das RKI Ihnen ja schon ins Stammbuch, Sie haben es ja auch heute wieder gesagt, Sie haben es ja selbst gesagt, es fällt mir ein. Sie haben gesagt, das RKI sagt, der Einzelhandel ist kein Infektionstreiber. Das hätte der Modellversuch wahrscheinlich dann auch noch mal ausdrücklich bewiesen. Und darum ist natürlich schon die Frage, was können wir denn öffnen? Wie weit können wir auch den Kulturtreibenden entgegenkommen? Unter welchen Voraussetzungen können die denn mal wieder was machen? Also ich denke, in einem Bus oder in einem Zug stehen die Leute enger zusammen als bei einem Konzert, wenn es draußen wäre und sie stehen dann mit Abstand. Also sind alles so Themen, die hätten wir alle angehen können. Und es gibt hervorragende Konzepte, die wir auch hätte belegen können. Und das Testen ersetzt so lange das Impfen, bis wir endlich soweit sind. Und über das Testen kommen wir eben auch ein Stück raus aus dieser Krise. Natürlich haben wir jetzt die Situation, Herr Bouffier, durch diese Festlegung der 100er Inzidenz, da ist ja die Idee des Bürgers war, so verrückt war der, wir testen uns frei. Und das haben Sie auch so ein bisschen dargestellt, Modellkommune, wir testen uns frei. Aber was machen wir jetzt? Wir testen uns jetzt in die Inzidenz, wir testen uns in den Lockdown. Sie haben den Leuten die Tests gegeben, jetzt kommt natürlich eine höhere Inzidenz raus, weil nicht nur Leute mit Symptomen getestet werden, sondern darüber hinaus viel mehr. Wir testen uns jetzt anstatt in die Freiheit, testen wir uns jetzt in den Lockdown, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist ja mittlerweile die Ironie und der Spiegel selbst, den man sich vorhält. Und von daher ist das natürlich schon wirklich erstaunlich, wie ruhig die Bevölkerung in unserem Land das noch alles sich betrachtet und zuschaut. Aber ich glaube, die Resignation ist schon sehr weit. Also wir brauchen Modellkommunen. Wir brauchen Modelle, in denen wir erkennen können, wo passiert was und wo passiert nichts. Damit wir endlich unsere evidenzbasierende Politik, die wir hier schon seit Monaten einfordern, auch umsetzen können. Dass wir dort zu machen, wo die Leute sich infizieren und nicht dort, wo wir nachweislich wissen, dass dort kein Infektionsschwerpunkt ist, sondern dass wir dort einfach nur immer noch diese Politik verfolgen. Weniger Bewegung ist weniger Infektion, was ja nachweislich nicht zwingend ist, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, und noch genauso schwierig ist es ja bei den Schulen. Mit großem Primadorium erklärt der Kultusminister, bei uns werden nach den Osterferien alle Schüler getestet, damit wir wissen, was an unseren Schulen los ist und dass die Schulen offen bleiben können. Das erklären Sie. So, und jetzt wartet man im Landkreis Offenbach noch, denke ich, bis Mittwoch oder Donnerstag, dann haben wir die 165, dann kriegen wir noch 2 Tage und nächste Woche ist wieder alles zu. So, da wartet man ja eigentlich nur drauf. Und das ist doch nicht nachvollziehbar, wenn die Schule kein Infektionsherd ist, wenn die Tests ergeben, dass die Kinder nicht infektiös sind und nicht infiziert sind. Warum sollen die verdammt noch nicht in die Schule gehen können? Das versteht doch kein Mensch mehr. Das können Sie auch niemand erklären, sehr geehrte Damen und Herren. Warum lassen Sie die Kinder auch nicht zu Hause testen? Ich würde doch als Vater niemals zulassen, dass mein Kind infiziert ist und ich mich nicht um das Kind kümmere und es dann infiziert in die Schule. Die Eltern müssen wir übrigens mal zeigen, die ihr Kind testen, wenn das infiziert ist, und es einfach in die Schule schicken. Sie würden auch vermeiden, dass infizierte Kinder in den Schulbussen sitzen. Ja?
Sie würden sicherstellen, dass keine infizierten Kinder in den Schulbussen sitzen. Und vielleicht ist Ihr Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger halt eben nicht so. Vielleicht glauben Sie, dass die Bürgerinnen und Bürger vorsätzlich ihre Kinder schädigen würden oder auch andere Kinder schädigen würden. Ich glaube das nicht. Ich würde den Bürgern vertrauen und ich würde sagen, lasst die Kinder bitte zu Hause testen, dann fahren sie erst gar nicht mit dem Schulbus in die Schule und infizieren womöglich dann im Schulbus andere Kinder. Von daher ist es überhaupt gar keine Frage aus meiner Sicht, aus der Vernunft und meinem Staats- und Gesellschaftsverständnis, dass die Kinder zu Hause getestet werden und nicht mit überzogener Bürokratie dann am Ende noch in der Schule, wo dann auch am Ende immer die erste Stunde ausfällt. Wenn man 8 Stunden die Woche hat, fallen noch mal 2 Stunden wegen Testen aus. Das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, sehr geehrte Herren. Lassen Sie die Kinder zu Hause testen und lassen Sie die Schulen auf, wenn Schulen kein Infektionsherd sind. Und wenn Kinder infiziert sind, dann muss eben auch mal eine Schule geschlossen werden. Das war doch auch Ihre Haltung, Herr Ministerpräsident. Sie haben hier noch bei einer höheren Inzidenz für den Präsenzunterricht plädiert, für kompletten Präsenzunterricht. Bleiben Sie mutig, sehr geehrter Herr Ministerpräsident. Das mit dem Besonnen müssen Sie ja nicht abschaffen. Aber bleiben Sie lieber mutig, da hätte ich mehr davon und vor allem die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land auch, sehr geehrte Damen und Herren. Und auch ein Drama war ja die Frage der Unterstützung der Unternehmen, der Selbstständigen, als versucht hat, Berlin da so zu programmieren, dass die Leute auch an ihr Geld kommen. Da wurde ja dann irgendwie 3 Monate später dann das Geld erst überwiesen, Abschläge bezahlt. Da hat sich ja auch gezeigt, dass das in Berlin nicht zwingend besser läuft. Das hat sich nicht gezeigt, dass es in Berlin zwingend besser läuft. Da waren auch in Hessen das eine oder andere deutlich besser gelaufen als in Berlin. Das muss man mal so sagen. Darum verstehe ich bis heute noch nicht, dass Sie glauben, dass das in Berlin alles so super ist. Und das ist auch eine zentrale Frage, um die wir uns weiter beschäftigen müssen. Was ist denn mit den Unternehmen, wenn die jetzt noch 2 Monate im Lockdown bleiben müssen? Was ist mit den Solo-Selbstständigen? Was ist denn mit den ganzen gastronomischen Betrieben, die gehofft haben, wenn die Sonne scheint und es endlich wieder losgeht, sie könnten zumindest die Außengastronomie öffnen? Was ist denn mit diesen Menschen, die gesagt haben, okay, 6 Monate schaffe ich mal, okay, 12 Monate schaffe ich mal, aber 15? Könnte jemand von uns 15 Monate auf seine Diät verzichten? Also es ist einfach schwierig, dass man das den Menschen auch wirklich einfach so nonchalant mal mitteilt, na gut, jetzt ist halt noch 2 Monate zu, es wird schon irgendwie, ohne gleichzeitig sicherzustellen, dass es dann auch ausreichend Unterstützung gibt. Darüber wird überhaupt nicht entsprechend gesprochen. Es muss sichergestellt werden, sehr geehrte Damen und Herren, dass auch weiterhin die Menschen entschädigt werden, unterstützt werden, damit sie eben nicht wenige Gewerbetreibende, Unternehmer, Soloselbstständige, also Tourismusunternehmer, Hotelbesitzer, dass so eine ganze kleine Gruppe der Bevölkerung einen brutalen Preis zahlt für diese Pandemie und der Rest sagt, habt ihr gut gemacht, aber tut uns leid, dass wir konnten euch leider nicht helfen, ist jetzt euer Problem. So kann es nicht sein, sehr geehrte Damen und Herren. Diese Leute müssen auch von der Gemeinschaft unterstützt werden. Das hat ja auch bis jetzt ganz gut geklappt, aber es muss auch weiter klappen und es muss vor allem besser klappen, sehr geehrte Damen und Herren. Und es wäre natürlich auch eine wichtige Maßnahme, die wir umsetzen müssen, ist, dass wir unsere Verwaltung auf Vordermann bringen. Ich spreche jetzt nicht von den Mitarbeitern, ich spreche von den Strukturen. Dass wir mal uns als Ziel setzen, dass diese Papier- und Stempelverwaltung aus dem 18. Jahrhundert, diese Papier- und Stempelverwaltung, also wenn ich heute noch irgendwo einen Stempel sehe, also dieses, ne, dass diese Verwaltung mal digitalisiert wird. Dass wir einfach gar kein Papier mehr brauchen in der Verwaltung. Das wäre doch mal super. Man muss sich doch auch mal Ziele setzen, die man umsetzen kann. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch bei uns selbst anfangen. Im öffentlichen Bereich müssen wir einfach deutlich moderner und besser werden. Dann hätten wir auch diese Krise deutlich besser bewältigen können, sehr geehrte Damen und Herren. Und wir müssen an die Strukturen denken. Die Innenstädte, die Kultur. Auch da müssen wir unbedingt sehen, dass wir diese Bereiche nicht vernachlässigen. Da müssen wir jetzt schon dran denken, wie kann es in der zweiten Jahreshälfte weitergehen? Wie können wir unsere Innenstädte wiederbeleben? Wie können wir an dieser Stelle die Kultur wiederbeleben, die vielleicht ihre Miete für ihr kleines Theater nicht mehr bezahlen konnte? Und jetzt die Frage ist, kommt demnächst hier eine Wohnung rein oder nicht? Also das sind alles Themen, mit denen müssen wir uns jetzt schon befassen und nicht sagen, ach ja, jetzt sind wir durch die Besonnen, durch die Krise gekommen, jetzt haben wir endlich im September alle geimpft. Oh ja, was machen wir jetzt eigentlich? Wir müssen jetzt schon die Vorschläge und die Initiativen ergreifen, dass wir handlungsfähig sind, wenn wir endlich in der Lage sind oder wenn Sie das endlich einräumen, dass wir wieder öffnen können. Dann muss auch was passieren, dann müssen wir in den Startlöchern stehen und nicht erst überlegen, was machen wir dann, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist Ihre Aufgabe. Und am entscheidendsten, da sind Sie jetzt nicht allein in der Verantwortung, aber wir müssen unsere Wirtschaft wieder richtig zum Laufen bringen. Ich würde es jetzt nicht machen wie die Amerikaner allein mit einem riesen Schuldenprogramm,
Mir würde natürlich am liebsten sein, wir würden als erstes einmal die Bürokratie abbauen, wir würden Steuern senken und natürlich würden wir dann auch in die richtigen Bereiche investieren, vor allem die Modernisierung der Verwaltung durch Digitalisierung. Das müssen wir doch jetzt vorbereiten. Darüber müssen wir doch jetzt schon Gespräche führen. Natürlich hat es Implikationen dann auch bei den Ländern mit Steuereinnahmen. Natürlich muss man sich jetzt schon überlegen, wie kann ich dann endlich voranschreiten, wenn denn die Wirtschaft wieder richtig zum Laufen kommt, damit man Impulse gibt, damit dieses Land wieder aus der Krise rauskommt und viele Menschen, die heute keine Perspektive haben, auch wieder eine haben, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist Ihre Aufgabe als Landesregierung. Dabei werden wir uns, ob gefragt oder nicht gefragt, deutlich unterstützen. Sie können mit weiteren Vorschlägen von uns rechnen. Ich erwarte deutlich mehr von dieser Landesregierung, auch mehr Perspektive nach vorne und endlich eine Idee, wie wir aus dieser Krise kommen, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Rock. Bevor wir weitermachen, der Hinweis von mir, dass Testmöglichkeit wieder ab 17 Uhr unten im Foyer besteht, nur damit das jeder weiß.